Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Help von uns. Und heute geht es darum, wie die Überschrift schon sagt, ein Auto zu reparieren. Und zwar haben wir hier ein Old Hatchback in Gelb. Und ja, um zu sehen, was denn an diesem Auto kaputt ist, braucht man eigentlich einfach nur einzusteigen. Man sieht zwar schon außen zum Beispiel, dass die Reifen kaputt sind und ein paar Fenster. Aber wenn wir halt einsteigen, wenn er mich jetzt lässt, da, get in driver. Dann sehen wir schon direkt, Hülle ist am Arsch, Engine ist kaputt, Fuel ist kaputt und Wheels sind kaputt. Also die Hülle steht für das Scrap Metal, die Engine eben für Engine, also Motor. Fuel ist der Fuel Tank Part und Wheel sind eben die Reifen. Leider wird hier nicht zum Beispiel angezeigt, wie viele Reifen kaputt sind, aber das sieht man natürlich schnell, indem man einmal um das Auto rumläuft und sieht, dass hier ganze vier kaputt sind. Ja, das Auto können wir jetzt zum Beispiel reparieren, weil es noch nicht explodiert ist oder so. Hier steht auch mein schöner Kumpel. Und hier haben wir noch das andere Auto. Und das ist ein UAZ Red eigentlich. Nur der ist uns explodiert und deshalb können wir den jetzt nicht mehr reparieren, sondern nur saven. Also reparieren könnte man ihn schon, aber man kann nicht einsteigen oder sonstiges machen. Dafür muss man dann auf einen Server Restart warten. Dann funktioniert das ganze Ding auch wieder. So, dann fangen wir mal an. Also als zum allerersten fangen wir einfach mal mit den Reifen hier an. Man legt die sich einfach in Inventar, also ins Inventar. Die haben ganze sechs Plätze, diese Reifen. Sprich, ihr müsst dafür öfter laufen, sag ich mal. Ihr könnt die aber natürlich auch in den Rucksack reintun. Und wenn ihr nun jetzt ans Auto rangeht, dann seht ihr halt hier Left Front, Right Front, also Repair Wheel und Left Back und Right Back. So, wofür hier Right Middle, Left Middle und dieses andere LF2, RF2 ist, weiß ich gar nicht. Die sind manchmal auch rot. Ich würde euch aber empfehlen, halt nur diese vier anderen hier, also Repair Wheel Left Front, Repair Wheel Right Front und Repair Wheel Left Back und Right Back zu reparieren, weil die anderen es, glaube ich, nicht eher wirklich bringen und ihr dann eher eure Reifen verliert. Ja. So, dann haben wir das erste schon dran, dann sieht man es auch direkt. So, dann machen wir direkt noch das nächste dran. Okay, Left Front wird immer noch angezeigt, dass es rot ist, komischerweise. Deshalb reparieren wir aber jetzt trotzdem Right Front. Normalerweise müsste das jetzt grün sein eigentlich. So, jetzt müssten beide vorderen dran sein. Ja. Gucken wir nochmal, vielleicht ist es jetzt ja gut. Genau, man sieht nur, wenn ihr irgendwas reparieren könnt, sieht man das nur, wenn ihr es im Inventar habt. Also kommt die Meldung von wegen Repair irgendwas. Und ansonsten halt eben nicht, dann könnt ihr nur eben sehen, was kaputt ist, wenn ihr ins Auto reingeht. So, jetzt kommt es nämlich wieder und genau, man sieht hier, ist es grün. Dadurch ist es repariert. Jetzt machen wir noch die Hinterräder. Oder spawnen ein paar Zombies. Lieber Herr Pitti, magst du dich um die Zombies kümmern? Dankeschön. Oh, dann kriegen wir hier auch noch echt eine schöne Show im Hintergrund sozusagen. Da ist noch einer. So. Jetzt haben wir auch schon alle Reifen repariert. Oder habe ich jetzt eins doppelt repariert? Ich hoffe nicht. Ah, doch, ich glaube, hier ist irgendwie was schief gelaufen. Und zwar habe ich irgendwie das falsche Reifen repariert. Nichtsdestotrotz machen wir einfach mal weiter. Pitbull, guckst du mal kurz hinten dem Bus, der hinterm Lager steht, ob du da noch einen Reifen findest oder so? Der Hallo. hinterm Hangar steht. Ja, wir haben nämlich noch einen Bus da hinten stehen. Den haben wir jetzt nicht ins Bild geholt, aber da müsste noch was drin sein. So, dann nehmen wir mal die Fuel Tank Parts. Also die Fuel Tank Parts ist, wenn wir hier, dann sehen wir in Gelb, dass wir es reparieren können. Also das Ganze ist nicht ganz kaputt. Das sieht man an sich, wenn wir reingehen ins Auto, dass das Ganze nicht ganz rot ist, sondern eher orange. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch an den Wheels, weil eins eben nur fehlt, sind sie nicht ganz kaputt. Ja, der Fuel Tank ist eben dafür da. Also es ist einfach der Tank eben für den Sprit eben, der in den Jerrycans da vorne ist. Und wenn man den halt repariert, dann verliert man nicht so ganz schnell Sprit. Also es ist nicht schlimm, wenn man den noch hat. Und ja, Petty, du kannst direkt mal den Reifen reparieren, wenn du möchtest. Und wenn man halt den repariert, dann hat man halt mehr Sprit auf Entfernung. Also man verliert nicht den Sprit so schnell, sag ich mal. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass einfach das Ding ein Loch hat und man deshalb einfach Zeug verliert. So, ich hoffe mal, das hat jetzt geklappt. Jupp, da haben wir den nächsten Reifen. Wenn wir jetzt ins Auto einsteigen, sehen wir es auch. Und zwar haben wir die Reifen auf einmal grün. So, und da kommt noch ein Zombie, glaube ich. Ach nee, der ist doch nicht rumgelaufen. Okay, gut. So, dann reparieren wir die Engine. Die war auch nicht ganz kaputt. Also hätte auch sein können, dass wir uns ein paar Millimeter bewegen hätten können. Besser ist es natürlich, die zu reparieren. So, Engine ist auch drin. Dann nehmen wir noch das Scrap Metal. Das Scrap Metal braucht man eigentlich, um in so ein Auto einzusteigen. Also normalerweise, wenn das ganz kaputt ist, kann man gar nicht mehr in das Auto rein und man kann auch gar nicht mehr das Gear öffnen.
Das Gear ist bei jeder Karre irgendwo anders. Hier ist jetzt momentan nichts drin. In manchen Autos findet man das auch, wenn man to Backseat geht. Dann kriegt man da das Gear. Wenn man das nicht direkt hat, wenn man im Backseat ist, einmal zum Driver Seat wechseln, nochmal zurück, dann hat man es auf jeden Fall. So, übrigens für die, die die Steuerung noch nicht so mitbekommen haben, reparieren machen wir einfach, indem wir halt das Symbol kriegen. Pity, kümmerst du dich nochmal um den Zombie, bitte? Und wenn wir das Symbol haben, brauchen wir nur drauf zu scrollen. Und ja, sag mal hier, was geht denn ab? Und Dankeschön. Und wenn wir dieses Symbol kriegen, also dieses schöne Lenkrad, dann können wir einfach drauf scrollen und kriegen dann halt die Optionen eben. So, jetzt machen wir mal Repair Body, damit auch der Body wieder schön ist, sozusagen. Zack, jetzt ist der auch grün. Und was wir natürlich brauchen, ist noch Sprit. Also links, also wir sehen jetzt Hülle, war eben die Scrap Metal, Engine war eben der Motor. Logischerweise Fuel war eben diese Fuel Tank Parts für, damit der Sprit nicht so schnell leckt. Und Wheels sind eben für die Reifen. So, und wie wir sehen, wenn das Ganze repariert ist, ist es grün. Und links haben wir jetzt noch den Balken für die Spritanzeige. In jedes Auto passen unterschiedlich viel Sprit rein. Ihr könnt da einfach mal im Wiki zum Beispiel gucken. Und dort steht eigentlich ziemlich genau beschrieben, wie viel Sprit so ein Auto fassen kann. Ja, ich glaube, der fasst jetzt irgendwas mit 100 oder 80 Liter. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich auch gar nicht nachgeguckt. So, und jetzt können wir halt das Ding auffüllen. Da müssen wir ein bisschen suchen. Da, jetzt können wir es. So, eine Jerrycan sind auf jeden Fall 20 Liter. Und wenn wir die jetzt aufgefüllt haben und gehen einfach mal rein. Übrigens, das sieht man nur, wenn man in Driver Seat ist, sehen wir, dass sich ungefähr ein Balken gefüllt hat. Also so drei Jerrycans brauchen wir schon. Das heißt, so 60 Liter packt die Karre auf jeden Fall. Und dann machen wir das ganze Ding auch einmal mal kurz voll hier. So, noch einmal. Und da sieht man es auch eben. Has been filled with 20 liters of fuel. Und ja, wenn wir jetzt eben einsteigen, sehen wir auch, dass die Karre komplett voll ist. Wunderbar. Jetzt sehen wir aber natürlich noch hier, was war das? Nee, oh, wir haben den Body repaired. Also das war anscheinend jetzt gerade hier ein Bug. Normalerweise waren die Scheiben noch kaputt. Ich zerschieße sie hier gerade nochmal kurz. Und so, wie man sieht, kann man die Scheiben auch. Okay, das Auto buggt anscheinend irgendwie rum. Irgendwie reparieren sich die Scheiben wieder automatisch. Ja, schade drum. Eigentlich wollte ich euch nämlich jetzt kurz zeigen, ja, dann zeige ich es euch so. Es gibt natürlich noch das Autoglas. Zum Beispiel hier eben das. Von Carglass sozusagen, ne? Autoglas ist genau das Logo. Und mit diesem können wir halt das Glas wieder parieren, wenn es denn sich nicht einfach wieder zusammenbackt. So, wenn wir jetzt drauf scrollen. Geht doch nicht. Nochmal. Okay, irgendwas ist an der Karre nicht ganz bekloppt. Vielleicht hatte die mal einen Hacker oder sowas. Das kann natürlich sein, dass die jetzt deshalb sich irgendwie immer wieder repariert oder so. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, normalerweise hat man hier die Option, dass bestimmte Stellen rot sind, eben, ne, wie man es eben auch bei Motoren so gesehen hat. Und diese Stellen können wir dann eben mit Repair Glas reparieren und dann verbrauchen wir halt das Glas und bekommen halt so eine Windschutzscheibe wieder, so in der Art. So, dieses Auto hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheiben, also bräuchte man auch 6 von diesen Gläsern hier, um das Ding zu reparieren. Naja, das Glas ist optional, das braucht man nicht unbedingt, damit das Auto fährt. Es reicht auch, wenn man das ohne macht, da das eben eigentlich nur Schutz vor Kugeln bringt. Ansonsten ist es aber auf jeden Fall um einiges schöner, wenn das Glas repariert ist, meiner Meinung nach, und es schützt auch ein bisschen, wenn jemand auf dich schießt, weil es ein paar Kugeln eben auch abhält. So, starten könnt ihr also mit W, dann fährt das Auto auch und dann ganz normal mit WASD steuern. Wo man drauf achten sollte, ist, dass wenn man am Anfang losfährt und steuert man automatisch mit der Maus, dann bewegt sich hier dieser Pfeil. Wenn man nicht mit der Maus steuern will und die dabei einfach mal bewegt, um sich umzugucken oder so, fährt man schnell mal gegen irgendwelche Gegenstände. Sprich, man könnte einfach einmal Doppel-Alt drücken. Anschließend kann man sich damit noch dann umgucken. Dann kann man ganz einfach mit WASD steuern. Das als kleiner Tipp hier am Rande. Schneller fahren geht auch noch, dafür einfach die linke Shift-Taste. Und das war's dann auch schon. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben euch hier mal gerade schnell gezeigt, wie man so ein Auto repariert. Und
ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns aufs nächste Mal. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wie es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal und tschaußen.